Kennen Sie das? Der externe Lieferant liefert einfach nicht richtig zu. Wenn Sie sich das Video bis zum Ende ansehen, dann wissen Sie als Projektleiter oder Projektverantwortlicher, wie Geschäftsführer oder Vorstand oder Bereichsleiter, wie ich strukturiert mit Herausforderungen in Projekten umgehe. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich bin Experte für das Thema Projektsteuerung. Ich helfe Unternehmern und Projektleitern dabei, ihre Projekte immer erfolgreich und effektiv umzusetzen. Und das mit einer einfach einzusetzenden Methode. Und genau die werde ich mit Ihnen teilen. Damit Sie in Zukunft wieder mehr Zeit für Familie, Hobbys und natürlich auch für sich selber haben. Und das mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. Der externe Lieferant oder Verhandlungsstrategien des Einkaufs. Schauen wir uns die Situation meines Coaching-Kunden an. Er wurde als externer Projektleiter angeheuert, das Weihnachtsprodukt für ein mittelständisches Telekommunikationsunternehmen zu erstellen. Die Herausforderung, ganz klar, Weihnachtsprodukt, es war nur eine gewisse Zeit vorhanden und das Produkt musste auf Biegen und Brechen für das Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen. Die Besonderheit daran, die Konkurrenz hatte das gleiche Produkt oder ein ähnliches Produkt erst für den März angemeldet. Das heißt, das wären 3 Monate Vorsprung für dieses Telekommunikationsunternehmen am Markt. Ja, das Problem für den externen Projektmanager war, er hat sofort mit einem Lieferanten angefangen, das Projekt zu planen. Der Lieferant war für die Codierung der benötigten Funktionen zuständig und genau hier hat man schon in den ersten Wochen gleich gesehen, wenn es so weitergeht, wie es gerade läuft, dann hat man ein Riesenzeitproblem und wird garantiert nicht bis zum Weihnachtsgeschäft liefern können. Und genau hier bin ich in das Projekt hinzugezogen worden und konnte dem Projektleiter Schützenhilfe leisten. Als erstes haben wir uns natürlich die Symptome angeschaut und hier wieder meine Vorgehensweise, die 3 Schritte, erkennen, entschlüsseln und lösen. Ja, erkennen von Symptomen. Ich nenne wieder 3 Symptome, die wir gefunden haben. Wir haben natürlich eine ganze Reihe mehr gefunden, aber das waren die wesentlichen. Das erste Symptom. Obwohl der Lieferant, der Projektleiter des Lieferanten und auch seine Programmierer sehr gut mitgearbeitet haben, hat der Lieferant nicht die benötigten Ressourcen hinzugegeben. Das heißt, nicht alle Programmierer, die man benötigt hat, waren zur Verfügung. Zweites Symptom. Die Programmierer sollten eine spezielle Schulung bekommen und diese Schulung wurde von Woche zu Woche nach hinten hinausgezogen. Symptom Nummer 3. Ja, das Symptom war deutlich sichtbar und sichtbar unterstreiche ich hier im Gesicht des Projektleiters, des Lieferanten und auch den Programmierern hat man von Woche zu Woche gesehen, dass die Lust und Laune mitzuarbeiten stark nach unten ging. Und genau diese Symptome haben wir genommen und haben natürlich gesagt, okay, wir erkennen, irgendwas läuft schief. Wir haben genau das, was wir hier auf dem Bild sehen, nämlich ein gemeinsames Team, was an einem Strang in die gleiche Richtung zieht. Genau das haben wir im Moment nicht. Und haben gesagt, klar, hier gehen wir in die Ursachenanalyse, nehmen die Symptome, die wir gefunden haben und füllen damit die Checkliste auf der Ursachenanalyse, ziehen den Bruchstrich und schauen, was rauskommt. Ja, was kam raus? Wir haben erkannt, dass die Verhandlungen mit dem Einkauf sehr, sehr zögernd liefern. Und so hat es sich dann zugegeben, dass eines Tages der Projektleiter des Lieferanten zum meinem Coaching-Kunden, dem Projektleiter, kam und hat gesagt, pass auf, so geht's nicht, wir haben keinen Auftrag, wir benötigen innerhalb der nächsten 5 Tage eine 6-stellige Abschlagszahlung für geleistete Arbeit und wir wollen auch innerhalb der nächsten 5 Tage den Auftrag haben. Lange Rede, kurzer Sinn, es ging immer wieder um den Preis, der Einkauf hat über mehrere Wochen hinweg eben nicht sofort unterschrieben, sondern der Einkäufer hatte sein Ziel, nämlich Dienstleistungen per se um 20% zu kürzen.
Auch das Argument des Projektleiters, dass wir das Weihnachtsprodukt benötigen, dass eigentlich alles vorher schon abgestimmt wurde, konnte der Einkäufer nicht akzeptieren, denn er hat dann ganz klar unter sechs Augen gesagt, pass auf, ich habe die Ziele, die Vorgaben, dass ich die internen Regeln des Unternehmens einhalten muss, denn sonst erreiche ich meine persönlichen Ziele nicht. Und die Regel, ganz einfach, pauschal, Dienstleistungsangebote sind mit minus 20% zu verhandeln. Ja, genau das war die Situation. Wir kannten die Problematik und das war eine Win-Lose-Verhandlungsstrategie aus unserer Sicht mit dem Lieferanten. Win-Lose, der Einkäufer hat gesagt, ja, was soll er denn machen? Er soll froh sein, dass wir mit ihm verhandeln und sonst nehmen wir jemanden anderen. Das war aber reine Theorie, denn wir hatten gar nicht die Zeit, einen anderen Lieferanten zu suchen, geschweige denn, er war der richtige Lieferant, denn er hatte aus vergangenen Projekten die richtigen Leute und die Erfahrung für uns. Ganz wichtig, die Lösung, die wir hier gefunden haben, ist natürlich abhängig zu diesem Projekt, zu den Menschen, zu dem Projektumfeld, das wir hier hatten, das ich vorgefunden hatte. Sie können diese Lösung, auch wenn Sie sehr, sehr ähnliche Symptome haben, nicht einsetzen. Der zweite Schritt, die Ursachenanalyse, ist immer zwingend notwendig, denn nur wenn man die Ursache kennt, kann man natürlich gezielt eine Lösung finden, die dann eben die Ursache auflöst, damit die Symptome, wenn die Ursache weg ist, verschwinden. Wir sind dann in uns gegangen und haben ein Treffen mit dem Projektsponsor, seinerseits Vertriebschef, organisiert und haben mit ihm die Situation besprochen. Die Idee war, dem Einkauf die Genugtuung der minus 20% zu geben und auf eine andere Art und Weise die 20% aufzutreiben. Und der Projektsponsor hat ganz klar gesagt, ich bin Vertriebschef, ich habe so viel Budget zur Verfügung, dass es für mich überhaupt kein Problem ist, diese minus 20% aufzufangen. Denn der Return of Investment von diesem Projekt ist um ein Vielfaches höher als die Projektkosten. Also diese Diskussion, er kann sie nicht nachvollziehen, er versteht aber auch, dass wir nicht die Zeit für eine Eskalation haben. Er hat das Angebot gemacht, passt auf, ich gebe euch 30%, also nicht nur 20%, sondern 30% Budget dazu. Geht zum Lieferanten, bietet ihm die 30% an. Er soll hierfür sofort zwei Servicerechnungen stellen, a 15%. Dann hat er unterm Strich nicht nur die 100%, die er angeboten hat, sondern bekommt sogar 110%. Die Idee war, dass wir diese 10%, die wir hier mehr vorab schon bezahlen, natürlich für etwaige Änderungen als Puffer finanziell haben. Wir sind zum Projektleiter und zum Vertriebschef des Lieferanten gegangen und die waren sofort einverstanden damit und genau das ist passiert. Sie haben umgehend zwei Servicerechnungen auf 15% gestellt, die wurden bezahlt. Der zentrale Einkauf bei uns hat die Genugtuung bekommen, minus 20% abzuschließen und wirklich postwendend sind die Ressourcen gekommen, denn der Lieferant hat sie natürlich schon bereit gehalten. Die Planung bei ihm war so, er hat sie noch nicht freigegeben. Die Schulungen sind durchgeführt worden und auch mit generell war das Projekt bedingt durch den Weihnachtstermin ein heißes Eisen. Aber wie gesagt, wir konnten hier zielgerichtet das Projekt durchführen. Ja, es war spannend, aber man hat es geschafft und ich erwähne es auch noch zum Abschluss, die Marktanteile, die man haben wollten, das ist aufgegangen und das Projekt war ein riesen finanzieller Erfolg für das Telekommunikationsunternehmen. Ja, Ergebnis, ich habe es gerade schon vorweggenommen, den Erfolg muss ich nicht nochmal wiederholen, es war richtig gut. Ja, ich bin natürlich jetzt neugierig, kennen Sie so eine Situation? Waren Sie in einer ähnlichen Situation, dass Sie einmal mit dem zentralen Einkauf eine Win-Lose-Verhandlungsstrategie gesehen haben beim zentralen Einkauf? Sind Sie neugierig auf mehr? Haben Sie Fragen und Anregungen zu diesem Beispiel? Sind Sie interessiert an weiteren Tipps und natürlich Praxisbeispielen? Dann schauen Sie doch einfach auf meinem Blog http://www.drmartinmoss.com vorbei. Ich freue mich, wenn ich was von Ihnen lese. Ihr Dr. Martin Moss.